Hallo meine lieben Zuschauer, ja, nachdem man vielen Stellen mal so ein Wort noch gesprochen wird zum Thema, ja, das Jahr 2015 geht zu Ende und ja, teilweise Rückblicke gebracht werden und ja, auch irgendwie ein Fest ansteht, was hier in dem Lande gerne gefeiert wird, was sich Weihnachten nennt. Ja, habe ich auch so ein paar Gedanken in meinem Kopf gehabt. Ja, was magst du jetzt eigentlich? Du magst ja auch jetzt, sag ich mal, seit mindestens einem Jahr den Fotokanal hier auch so ein bisschen intensiver und sagst dir gar nichts, ging auch nicht, weil ich werde jetzt dann noch auf eine kleine Reise auch ja, verschwinden. Das heißt, ich bin da ja teilweise auch auf dem Schiff unterwegs und da kostet wahrscheinlich wieder der Internetzugang 50 Dollar pro Stunde oder sowas, ja, dass es da einfach so sein wird, dass in der Zeit von mir wahrscheinlich zum einen auf dem Videokanal nichts gepostet wird, zum anderen auch von den Fotos her, dass da einfach mal so eine gewisse, ja, Pause stattfinden wird. Ja, die, denke ich mal, ihr habt auch mit euren Freunden, mit euren Familien und so weiter zu tun. Mal gewisse, ja, besinnliche Zeit. Und ja, das ging mir so ein bisschen jetzt im Kopf rum. Wollte ich natürlich schon mal ankündigen, dass jetzt auch mal so ein bisschen Pause 2 Wochen lang sein wird. Bis ins neue Jahr rein in etwa. Ja, werden wir mal schauen. Und da wollte ich jetzt auch nicht nichts sagen. Und da ich schon dabei bin, was zu sagen, ja, ist natürlich immer die Frage, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, wenn ich jetzt anfange, zum einen anzusprechen, naja, dass irgendwie hier ein Fest ist und das gefeiert wird, dann kommt mir als nächster Gedanke dann hoch, dass hier halt total viel verkommerzialisiert worden ist die letzten Jahre und was mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen wurde. Ich habe jetzt eine saftige Rechnung nach der anderen auch wieder reinbekommen. Es ist ja üblicherweise von Autoversicherung bis andere Jahresendabschlussrechnungen, die man kurz vor Weihnachten, dann habe ich von der Werkstatt mal, wo ich mich auch gewundert habe, da hat man aber wieder zugelangt, ja, dann von der Steuerseite nochmal eine saftige Rechnung bekommen, ja, und auch in den Läden teilweise merkt man, wie die Preise alle jetzt angezogen sind, ja. Wer letzten Endes, wer jetzt was kauft, der kauft irgendwie ein altes Zeug, wo dann im Januar, wo er nicht mehr loskriegt und dann die neue Version teilweise rauskommen, ja, also für mich ist das zum Teil so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwo dieses Fest auch hinter diesem christlichen Hintergrund. Ja, mir fällt es ja ein bisschen schwer, das Thema anzusprechen. Ja, aber es kommt mir nicht mehr alles so wahrhaftig vor, wie es eigentlich immer getan wird. Ich meine, es fängt letzten Endes da an, dass die ganze rote Farbe und der ganze Zirkus, der drumherum gemacht wird, im Endeffekt auch von kommerziellen Firmen auch geprägt wurde. Ja, da könnt ihr gerne mal Weihnachtsmann, rote Farbe oder was im Internet googeln, ja, wer es jetzt machen will und eh nicht schon weiß, was da letzten Endes dahinter steckt. Ja. Und über die, sag mal, Argumentation jetzt Wahrhaftigkeit, ja, kommt man natürlich dann dazu, auch was passiert überhaupt generell in unserem Land, was passiert so auf der Welt. Ja. Da muss ich sagen, da hat das Jahr 2015 auch ein paar Sachen gebracht, ja, wo ich schon wirklich teilweise mir die
ja, Haare gesträubt hat, wenn ich das nur mal sagen darf. Ja, was, also es ist mir extrem aufgefallen, dass immer mehr, dass die ganzen, die Medien, halt vor allem die Mainstream und die offiziellen Medien, ja, ich weiß nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, ja, die im Endeffekt aus jedem Loch kommt das Gleiche nur noch raus, ja, und es ist zunehmend weniger Journalismus, der Informationen liefert, der neutral Berichte erstattet und der dem Zuschauer überlässt, eine eigene Meinung zu machen, sondern es wird da einfach zunehmend mehr die Meinung mitgeliefert und jetzt engagiert sich Deutschland noch irgendwie in einem zusätzlichen, wie es immer so schön heißt, irgendwo Friedensmission oder sonst irgendwas, ja, wo ich auch nicht unbedingt meine Meinung vertreten fühle, was da passiert. Ja. Und auch diese ganzen Gefahrenwarnungen und was da immer alles so passiert. Und jetzt soll ich mich da hinsetzen und heilige irgendwas singen. Ja. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt gerade nicht mein Ding und ich kann jetzt ja auch da in dem Sinn jeden nur raten, informiert euch mehr und überlegt, was euch irgendwie erzählt wird und recherchiert mehr und bildet lieber eure eigene Meinung, aber das mal nur so, ja, am Rande von meinem Follow-Kanal. Aber ich finde es extrem wichtig, wo es hier hingeht, wo lebe ich, in welcher Welt, in welchem Land vielleicht auch und wo mache ich mit, wo gebe ich meine Zustimmung, wer vertritt mich, werde ich überhaupt ausreichend vertreten, wenn nein, wieso, was steckt dahinter, was kann ich tun, um den ganzen Zustand zu verbessern. Ja, das finde ich Dinge, was vielleicht auch so für den guten Vorsatz für 2016. Ja, es gibt natürlich, es gibt immer viel, ja, die sagen, gute Vorsätze, das ist doch alles Blödsinn. Lebt doch euer Leben generell sowieso, wie ihr es leben wollt. Das ist doch alles Schmarrn. Also ich finde es generell gut, wenn man sich mal einmal im Jahr echt eine Auszeit nimmt und mal Sachen Revue passieren lässt, was ist dieses Jahr passiert. Ich finde, ein Jahr ist ein guter Zeitabschnitt im Leben eines Menschen, der im Schnitt vielleicht 76 Jahre, weiß der Geier, alt wird. Ja, habe ich jetzt die Statistik nicht gelesen, aber da nach so einer doch ordentlichen Zeit Periode mal zu überlegen, was ist eigentlich passiert, was war gut davon, was war schlecht und wo will ich dann nächstes Jahr für die nächste gleiche, sagen wir 2016, wo soll es dahin gehen? Und kann ich nur jeden raten, sich da mal ein bisschen Gedanken zu machen. Wie gesagt, ich bin jetzt mal ein bisschen so im Urlaub weg, um mal auch so ein bisschen Abstand wieder zu haben von der ganzen Schose hier. Und ja, es gab natürlich auch positive Seiten. Ich muss sagen, vom Fotografieren her dieses Jahr, es ist im Endeffekt ja, am Anfang des Jahres mit der Alpha 7 bin ich ja in das Sony Vollformat, sag mal, wieder intensiv eingestiegen. Hab da sehr, sehr viel gearbeitet. Dann kam der Wunsch nach, sag mal, noch mehr Qualität und ja, da kam dann die Alpha 7R Mark II raus, die ja auch die meisten jetzt wissen, dass ich mit der Kamera auch jetzt seit einigen Monaten, eigentlich fast seitdem sie rausgekommen bin, arbeite. Und die, von der ich sehr überzeugt bin, auch von der Bildqualität und von den ja, Features, was man eben damit alles so machen kann, habe ich sehr, sehr viele positive Erfahrungen jetzt gehabt. Ja, wie es im nächsten Jahr weitergeht, kann ich nicht genau sagen. Was ich sagen kann, ist, dass ich erstmal einen etwas intensiveren Vertrag eingegangen bin, der ja, gegen relativ am Anfang des Jahres
startet und sagen wir mal, mich Vollzeit in Anführungsstrichen in Anspruch nehmen wird. Von daher kann ich schwer sagen, also es wird auf jeden Fall nicht mehr Videos zum Thema Fotografie geben als bisher. Es wird mit hoher Sicherheit wird es erstmal weniger sein. Auch sage jetzt mal von den Fotos, von den Postings, von den Bearbeitungen, von den Shootings und so weiter wird es im nächsten halben Jahr wohl etwas ja, auf niedrigen Level laufen müssen, ja, weil ich muss auch von was leben. Das ist ja letzten Endes auch zum großen Teil mein Hobby. Wenn ich jetzt nicht gerade kommerzielle Shootings habe, für die ich Geld bekomme, dann, also von den YouTube-Videos, bekomme ich ja auch nichts dafür. Ich freue mich natürlich immer, wenn hier, sag mal, der eine oder andere neu dazukommt und sagt, ja, super, der Kanal gefällt mir. Abonniere ich oder gib mal ab und zu den Daumen hoch. Ja. Und bei dem Thema ja, möchte ich auch mal noch so eine Predigt loswerden. Ja. Es gab das letzte Jahr immer wieder mal, sagen mal, ja, neben dem positiven Feedback, was jetzt überwiegend schon da war, wo ich schon gemerkt habe, da, ja, okay, du hast jetzt da Erfahrung gemacht, danke, dass du die geteilt hast und ja, super, mache ich auch mal oder hat mir gefallen und neben dem gab es dann auch mal, was ich halt gemerkt habe, oft mal auch einen Daumen runter. Und aber halt keinen Kommentar dazu. Also im YouTube kann man ja ins Kommentarfeld leicht mal was eingeben. Ja, du, pass auf, das Video war jetzt also ein bisschen kurz oder was, oder könnte es nicht wieder länger machen, oder ich würde mir mehr Bearbeitungsdetails wünschen, was auch immer. Ja, es ist jetzt einfach nur den Hahn herbeigezogen. Aber es kommt halt doch immer wieder regelmäßig vor, ja, wo ich mich wundere, was ist mit den Menschen, ja, was geht in denen ihren Kopf vor. Da würde ich mir wünschen, mehr Offenheit, ja, dass man da mehr Mut, ja, dass man einfach mal sagt, ja, was will man eigentlich. Und auch ein bisschen mehr positives Denken, ja, dass man auch, ich meine, das gilt jetzt ja nicht keineswegs nur bei mir auf dem Fotokanal, sondern auch generell im Leben. Denkt mal so ein bisschen drüber nach, wie er mit den anderen Menschen umgeht, weil ich glaube, dass also jeder im Mensch im Leben hat irgendwie seine Schmerz oder seine Erfahrungen zu verarbeiten. Das da habe ich vollstes Verständnis dafür und auch mir passiert zwischendurch, dass ich auf andere Menschen nicht so zugehe und dass ich mal jemanden ja, nicht so positiv hinkomme. Aber ich meine, sag mal, was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Und da würde ich mir wünschen, einfach so mal den Vorsatz auch zu nehmen, positiver und einfach in der Kommunikation als Grundsatz eine positive Absicht mit reinzunehmen. Ja? Das hat jetzt ja mit also Egoismus oder Nicht-Egoismus überhaupt nichts zu tun. Ja? Weil ich bin der Meinung, es gibt immer eine Möglichkeit, die eigenen Wünsche, was man selbst hat, die eigenen Bedürfnisse, mit denen von einem anderen in eine gewisse Verbindung zu bringen, sei es auf dem Fotokanal, dass man da einfach mehr unterstützt, dass was rüberkommt, was transportiert wird, oder überhaupt im Leben die positive Absicht, wenn in anderen was kommuniziert wird, was auch wenn man mal was negativ wahrgenommen hat, dass
Also ich denke, das ist wichtig, dass man auch mit sich selbst da mal so ein Stück weit Frieden schließt und nicht, dass das einfach nicht mehr bei jeder Verletzung irgendwie ein riesen Trauma hochkommt und dass da um sich geschlagen wird, ja, sondern einfach mal, das war jetzt, kam jetzt einfach nicht so positiv an. Das war wahrscheinlich auch mal dem anderen eine gute Absicht unterstellt. Es war jetzt auch nicht negativ gemeint oder da ist keine böse Absicht, da ist eine gute Absicht dahinter gewesen. Hinter dieser Kommunikation, die kam bei mir jetzt überhaupt mal nicht so an. Sagt einfach mal dem anderen, wie ist es überhaupt erst angekommen? Nun, pass auf, das ist bei mir jetzt irgendwie ziemlich lehrerhaft oder irgendwas immer ihr denkt, angekommen, das reicht ja oft schon. Ja? Nur zu sagen, wie etwas angekommen ist, weil normalerweise, ja, wenn jetzt nicht gerade jemand mit dem linken Fuß aufgestanden ist, ja, ist ja, oh hoppla, okay, so ist es angekommen, macht derjenige sich ja dann Gedanken drüber. Und in 90% der Fällen, sage ich jetzt mal, ist damit eigentlich schon eine Verbesserung losgetreten. Und die, ja, was ich erreiche damit, was ich erreichen will, und in einer Art, sag mal, in einem konstruktiven Umgang miteinander, wo eigentlich beide was haben. Ja. Ja, das lag mir jetzt zum Schluss nochmal am Herzen, da nochmal so ein bisschen drauf einzugehen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich für ein ja, zahlreiches Zuschauen im Jahr 2015, für viele Likes, für Abonnements und für viel den Spaß, den wir beim Fotografieren überwiegend hatten und freue mich letzten Endes dann auf ein neues Jahr und wünsche euch auch schon mal ja, ein paar schöne, geruhsame Tage und wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss!